Das Schöne an ihm ist, er lässt das offen. Er hat im Grunde alle 2 Jahre neue Kunstrichtungen, neue Welten kreiert, hat sehr eigenständige Kunst-, Dicht- und Literaturformen entwickelt und hat dafür gesorgt, dass Impulse, die in der frühen Kunstrevolution, gerade auch in Berlin, gärten, auf den Begriff gebracht wurden. Und was im Laufe der letzten beiden Tagen hier auch immer wieder das Bemühen ist, wie kann man Erfahrungen, die klar und deutlich außer alltäglicher Natur sind, welcher Begriff passt auf die Erfahrung? Man kann es versuchen, mit wissenschaftlichen Terminologien zu beschreiben, man kann Fragebögen verteilen und statistische Erhebungen machen, aber das Spezifische der subjektiven Welterfahrung, das Besondere der Weltveränderung, die sich im psychedelischen oder auch von mir aus im präpsychedelischen Blick äußert, das ist ein Mysterium, wo möglicherweise der poetische Ansatz ein besonders günstiges Hilfsmittel ist. Und von daher bin ich der festen Auffassung, dass alles das, was zur Lobbyarbeit in Richtung, was der Vorredner gerade gesprochen hat, dass das wichtige Impulse sind, aber dass auf einer etwas tieferen Ebene die Weltveränderung durch Darstellungen, die einen im Grunde schon aufgrund der Resonanz der Wörter und der lodernden Bilder, nicht ganz wie Stoiber hat das Schöne ausgedrückt mit der lodernden Lut oder sowas, das ist auch schon fast in diese Richtung gehend, dass aber auf diese Weise Themen präsentiert werden und Eingang finden, die es auf andere Sprachformen nicht geschafft hätten. Ich werde gleich noch Sie ein bisschen aus der möglicherweise genügsamen Auffassung befreien, dass das alles möglicherweise nett, möglicherweise antörnend, aber im Sinne der materiellen Realität Schaumschlägerei sei. Warum ich meine, dass das auch andere Erklärungsdimensionen hat, dazu kommen wir gleich. Ich bin verblüfft, wie viel jetzt tatsächlich noch hier sind. Ich hatte mit deutlich weniger gerechnet, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber wenn Sie sich erinnern, dass in diesem Lesabenio-Roman darauf hingewiesen wurde, dass diese außerirdischen Palasianer die Angewohnheit haben, unsichtbar auf der Erde rumzufuhrwerken und dass sie sozusagen immer ein leichtes Kribbeln in sich fühlen, wenn ein Mensch durch sie hindurchgeht, durch ihren unsichtbaren Pallaskörper, dann könnte es sein, oder was heißt es, könnte nicht sein, es ist eigentlich hiermit konstatiert und bewiesen, überall, wo hier leere Plätze sind, sind keine leeren Plätze, sondern sie haben voll besetzten Saal, zur Hälfte mit Menschen und zur anderen Hälfte mit außerirdischen Palasianern. Und wenn sich dieses leichte Kribbeln beim Durchfließen eines unsichtbaren Palasianers bei den Palasianern selbst bemerkbar macht, vielleicht macht es sich auch bei Ihnen bemerkbar. Also achten Sie auf innere Kribbelgefühle. Es könnte sein, dass da gerade ein unsichtbarer Palasianer durch Sie hindurch witscht und auf der Suche nach zerreibungsfähigen Pilzen, mit denen er sich ja klassisch ernährt, während wir unsere Nahrung hack- und kloßweise zu uns nehmen. Und da wir noch so schön beim Thema sind, wollen wir auch beim Thema bleiben. Wo präpsychedelisch draufsteht, soll auch präpsychedelisch drin sein. Komisch, also zu Hause war das so ein automatisches Dia-Projekt, da brauchte man nur zuzugucken, wie das von alleine weiterging. Ich hau schon wie ein Verrückter da immer drauf. Ach, wir gucken uns einfach Sophie an und ab und zu hau ich drauf, da kommt das nächste Bild. Vielleicht, ich könnte mal auf die Leertaste drücken, wie wäre das? Ausgezeichnet. Danke für den Hinweis, ihr Palasianer. Dieses Stück ist eines, welches am nächsten einer drogeninduzierten Initiation nahe kommt. Es ist eine kosmische Liebesgeschichte, sie heißt Livuna und Kaido. Eine sausende Seelenfahrt durch Kosmos und Jahrtausende. Und da wir ja schon so viel über Pilze erfahren haben, soll nicht verschwiegen werden, wie es in dem Stück Die wilde Jagd dort zugeht. Geister, die lange zusammen waren, erkennen sich plötzlich nicht wieder. Sie sind ganz verändert. Ihr Rumpf ist fort
und ihr Kopf besteht nur noch aus zwei kleinen Ohren und unzähligen Opalaugen. Eine schlanke Geistertüte von regelmäßiger Kegelform ist zu einer Opalaugentüte geworden. Die Opalaugentüte leuchtet wie faules Holz. Die Ohren der Geister ähneln dunklen Perlgebilden, die aber das gleißende Opalisieren der Geisteraugen nicht stören. Vom Fuß der gleißenden Tüte, die wie die ungeheure Glanzspitze einer verborgenen Pickelhaube hoch in den dunklen Himmel emporragt, geht jetzt nach allen Seiten flach ansteigend ein grünes Moosland trichterförmig in die Höhe und bildet eine ungeheure, runde, flache Schale, eine grüne Mooslandschale, in deren Mitte die Geisterspitze steht, wie der Schirmstock in einem umgekehrten, offenen Regenschirm. Doch die Mooslandschale ist nicht gewölbt. Der Himmel, der so lange dunkel war, wird hell. Weiße Wolken machen den Himmel hell. Der ganze Himmel besteht bald nur aus sehr hochgestiegenen weißen Wolken, die klein aussehen wie ganz kleine Lichtblüten. Die Opalaugen der Geister sehen nach allen Seiten und sehen alles anders als sonst. Sehen wie durch unzählige, fast ganz feine, durchsichtige Schleier, die von den Bildern der Welt nicht fortnehmen, sondern zutun. Und ganz langsam dreht sich die spitze Tüte. Die Drehung ist kaum merklich. Und Riesenpilze wachsen aus dem Moosboden heraus. Die Riesenpilze kriegen oben sehr dicke blaugrüne Köpfe mit langen, wächsernen Nasen. Und andere Pilze, die neben den Bekopften wachsen, kriegen oben Hände mit dicken, rosafarbigen Fingern. Und diese Finger legen sich an die wächsernen Nasen. Und da tun sich die breiten Mäuler der Pilzköpfe auf und reden unverständliche Worte. Doch in der Mitte die Geister mit den feinen Perlenohren verstehen einzelne Sätze, so diese: Der dicke Rausch hat uns geboren. Wir sind die grandiosen Symbolika des Rausches. Wir allein verstehen den Rausch, weil wir selber Rausch sind und weil sich der Rausch nur selber verstehen kann. Und ihre Köpfe werden ganz unförmlich. Ein grünlicher Schimmelpilz mit gelben Flecken, aus dessen Schädel spiralförmige, bleiartige Blätter herauswachsen, sagt bedächtig: Gibt es eine berauschendere Sache als die vollkommene Rauschlosigkeit? Die könnte doch der Gipfel der Selbstständigkeit sein. Ja, es ist das nicht unmöglich. Und ein anderer Pilz, dessen Kopf wie ein altes, verfallenes Felsentor aussieht, fragt leise: Liebe Rauschbrüder, wisst ihr vielleicht, ob wir im Streben nach dem Rausch mehr nach höherem Bewusstsein oder mehr nach Bewusstlosigkeit verlangen? Läge uns an dieser, so müsste uns die Selbstständigkeit sehr egal sein. Andernfalls wäre es vielleicht anders. Wie gesagt, ich bin Lobbyist für Paul Scherbart. Man kann sich den Text Livuna und Kaido im Internet runterladen. Nehmt euch eine gute Tüte und 3 Stunden Zeit vor und dann wisst ihr, was die wirklichen Impulse in der frühen deutschen Literatur wirklich beinhaltet haben, von denen man, bis auf die, die es wissen, nicht allzu viel weiß. Aber in diesem vollbesetzten Saal hoffe ich, Erfolg mit meiner Lobbyarbeit zu bewirken. Und jetzt kommt sozusagen für manche die gute, für andere die schlechte Nachricht. Scherbart als Drogendichter abzutun oder ihn darauf zu beschränken, würde eine ganze Menge übersehen, was ihm wichtig war und was er auch bewirkt hat. Und wenn ich jetzt mal so en passant ein Buch zur Hand nehme, und das heißt Bruno Taut, Meister des farbigen Bauens in Berlin, dann gibt es Siedlungen hier in Berlin, wie die Hufeisensiedlung in Britz, Onkel Toms Hütte-Siedlung, Karl-Legin-Siedlung, die gehören inzwischen zum Weltkulturerbe, weil sie in den 20er und 30er Jahren eine sehr neue Form des sozialen Bauens beinhaltet haben, deren Hauptmerkmal nicht nur das war, dass er sehr ökonomisch und sehr luftig und leicht für das gemeine Volk gebaut wurde, sondern dass ein besonders intensiver Umgang mit Farbe darin zum Ausdruck kam. Das alles wurde von dem Architekten Bruno Taut gemacht, der hier in Berlin also Unglaubliches und sehr, sehr, sehr viel getan hat. Und wenn man zurückschaut, was hat Taut begeistert, was hat ihn beeinflusst, dann kommt man früher oder später auf Paul Scherbart. Diejenigen, die in den 20er und 30er Jahren real existierende, sehr durchdachte, intelligente,
sparsame, aber sehr farbige Architektur gebaut haben, das waren die, die sich von Schierbert am meisten haben faszinieren lassen. Im literarischen Zirkel galt er als humorvoller, kosmischer, grotesker Prädadaist, Expressionist, Bohemian, Alkoholist und manche hielten auch für einen Schnorrer. Er war bettelarm, hat jahrelang als Journalist gearbeitet, Kunstkritiken geschrieben, bis er seinen Stil gefunden hat, der eigentlich der Wort gewordene Stilbruch war. Er hat radikaler als viele andere mit Konventionen der literarischen Usancen des Anfangs 20. Jahrhunderts gebrochen und einen sehr eigenständigen Stil gefunden. Und entgegen der Vermutung, dass die abgedrehtesten Literaten die wenigsten Wirkungen im realen Leben haben, ist Paul Schierbart einer derjenigen, bei denen man nachweisen kann, dass gerade seine kühnsten und kosmischsten und entheovisionärsten Stücke die größten Konsequenzen hatten. Das alles geht zurück auf ein Buch namens Glasarchitektur, 1914 erschienen und Bruno Taut gewidmet. Und now we are coming close to home. Das Kapitel 3 aus dem Buch Glasarchitektur von Paul Schierbart heißt Der botanische Garten zu Dahlem. Eine Glasarchitektur besitzen wir bereits, und zwar in den botanischen Gärten. Der botanische Garten zu Dahlem bei Berlin zeigt, dass bereits ganz imposante Glaspaläste aufgeführt sind. Allerdings, es fehlt die Farbe. Aber in der Abendsonne wirkt das Palmenhaus und das Kalthaus so herrlich, dass man wohl einen Begriff bekommt, was zu erzielen ist, wenn die Farben auch am Tage da sind. Das Palmenhaus ist besonders interessant, außen die freitragende Eisenkonstruktion, dass das Glas haltende Holzsprossenwerk innen, sodass kein Rostwasser entsteht und das Eisen immer wieder frisch angestrichen werden kann. Das Holz ist natürlich seiner Vergänglichkeit wegen kein imponierendes Baumaterial. Das Schlimmste jedoch ist, dass die Glaswände einfach und nicht doppelt da sind. Dadurch ist der Heizaufwand im Winter einfach ein enormer. Die Direktion erzählt in einem ihrer Führer mit unberechtigtem Stolze, dass im Winter bei minus 10 Grad Celsius des Morgens um 8 Uhr an einem einzigen Tage ein Waggon mit 300 Zentnern bester schlesischer Steinkohle verheizt wird. Man wird zugeben, dass das ein wenig viel ist und nicht mit Stolz betont werden dürfte. Einem derartigen Heizaufwande hätte mit doppelten Glaswänden begegnet werden müssen. Jetzt haben wir die ungewöhnliche Situation, dass einer, der, wie ihr gesehen habt, sich völlig bequem und heimatlich in fernen Sternwelten bewegt, hier aber immer unheimlich präzise, geradezu ingenieurtechnische Beobachtungen macht und frühe Formen des ökologischen Bauens anmahnt und sagt, so stolz man auf diese Glaskonstruktion des großen Palmenhauses hier um die Ecke, es wird gerade im Umbau, deswegen kann man nicht reingehen, so stolz man auf diese Glaskonstruktion Wert legen kann, so bescheuert ist es, das nicht gleich doppelwandig zu machen, um Heizkosten zu sparen. So, wie kommt jetzt einer, der pilzartig literarisch rauscht, dazu, seine eigenen Räusche so materiell, so präsent zu formulieren und sie selber so zu sehen, dass er den Schritt von der Innenwelt, der literarischen Innenwelt, zur Außenwelt wagt und Schritte unternimmt, die dazu führen, dass tatsächlich